Hallo, mein Name ist Phyllis. Ich lebe in London und arbeite seit fast 30 Jahren als Make-up-Artist. Ich zeige Ihnen, wie ich mit den neuen LR-Make-up-Produkten arbeite. Bei LR Deluxe geht es um professionelle Make-up-Looks, die Sie in eine andere Welt versetzen. Ein perfektes Make-up beginnt mit einer Grundierung, den Base-Produkten. Auf das gereinigte Gesicht trage ich nach der Tagespflege den Wrinkle Filler auf. Tiefere Falten und Unebenheiten werden so optisch vermindert. Danach ist der Luminous Primer dran. Dazu das Produkt intensiv schütteln und eine haselnussgroße Menge im Gesicht gleichmäßig verteilen. Am besten hierzu schon den Make-up-Pinsel verwenden. Von der Stirn und Nase aus sanft über das Gesicht streichen. Jetzt suche ich die passende Farbe für das Make-up aus. Ich wähle die beiden Töne, die dem natürlichen Hautton am nächsten kommen. Trage sie probeweise am Übergang zum Hals auf, kurz abwarten, die Farben passen sich an den Hautton an. Ich entscheide mich für den natürlichsten Ton. Jetzt wird es Zeit für den Kosmetikumhang. Das Make-up mit dem Make-up-Pinsel aufnehmen und gleichmäßig von der Gesichtsmitte nach außen verteilen. Dabei auf einen sanften Übergang zum Hals hin achten. Den Highlighter unter den Augen, im Augenbogen und über der Lippe in V-Form auftragen. Wichtig, mit dem kleinen Finger sanft eintupfen. Nun Eyeshadow und Lip Base auf das Lid und die Lippen geben und mit der Fingerkuppe sorgfältig einarbeiten. Die Augenbrauen mit dem Eyebrow Gel in Form bringen. Effektpuder sind das Geheimnis der Hollywood-Stars. Multicolor ist die ideale Fixierung für jeden Tag. Mit dem Pinsel gleichmäßig über alle drei Farben streichen und kurz abklopfen. Das Gesicht von der Mitte aus gleichmäßig abpudern. Der Look Velvet Vintage beinhaltet opulente Lila- und Goldtöne. Gold verteile ich großzügig mit dem flachen Eyepinsel auf dem beweglichen Lid. Den dunklen Pflaumenton bringe ich mit dem runden Blenderpinsel in der Lidfalte auf. Das gibt dem Auge Kontur und Tiefe. Das helle Lila akzentuiert das untere Augenlid. Ebenfalls mit dem runden Pinsel auftragen. Das Altrosa gebe ich direkt unter die Braue. Mein Tipp: Am inneren unteren Lidrand vergrößert es zusätzlich die Augen. Mit dem Metallic Eyeliner zeichne ich den oberen Wimpernkranz Strich für Strich nach. Für noch intensivere Leuchteffekte können alle Deluxe-Lidschattenfarben auch nass verwendet werden. Als Highlight zum Schluss mit dem feuchten Pinsel etwas Gold aufnehmen und dünn auf dem unteren Lid verteilen. Die richtige Vorbereitung ist das Geheimnis perfekter Wimpern. Der Lash Booster macht sie dicker und die Farbe haltbarer. Wie eine Mascara in vibrierenden Bewegungen auftragen und kurz antrocknen lassen. Anschließend Mascara ebenfalls vibrierend auftragen. Mein Tipp: Das Auge mit dem Pinselstiel anheben, das erleichtert das Auftragen.
Mit der Kombination aus Lip Liner und Lippenstift lassen sich die Lippenkonturen perfekt herausarbeiten. Mit dem Lip Liner korrigiere ich Unregelmäßigkeiten und zeichne die Konturen nach. Mit dem Lippenpinsel die Farbe von der Mitte aus verstreichen. Das Lipgloss vergrößert optisch das Lippenvolumen und verleiht ihnen einen 3D-Glanz. Abschließend gebe ich dem Gesicht die richtige Kontur mit dem Glamorous Blush. Pinsel leicht abklopfen und schräg auf der höchsten Wangenstelle ansetzen und in einem kleinen Bogen sanft nach vorne ausstreichen. Der Bananenpuder ist der perfekte Weichzeichner. Als letztes Finish sorgt er für sanfte Übergänge und ebenmäßige Haut. Jetzt ist Ihr Deluxe Make-up perfekt.